Lebensmittel richtig lagern, Teil 14. Zucchini. Sie fühlen sich ganz einfach im Gemüsefach schon richtig wohl. Allerdings nicht neben Äpfel oder Tomaten, denn die strömen ein Reifegas aus und das mag die Zucchini überhaupt nicht. Außerdem sollte es im Gemüsefach nicht unter 7 Grad werden und möglichst trocken bleiben. Damit Zucchinis noch länger haltbar bleiben, kann man sie auch einfrieren. Dazu wird die Zucchini in kleine Stücke geschnitten und dann für 1 bis 2 Minuten in kochendes Salzwasser gegeben. Danach auf einem sauberen Küchentuch abtrocknen und abkühlen lassen und dann können sie ins Gefrierfach. Am besten in einer Brotdose oder einem Gefrierbeutel. So halten sie dann sogar mehrere Monate und sind perfekt zum Kochen. Und wusstest du, dass man Zucchini sogar roh essen kann?